Oh, es ist doch zum Kotzen, ne? Fick doch die Hölle! Wie viel kommen denn aus dem Mülllaster? Schicksal, Batman. Ja, halt die Fresse. Kämpf nicht dagegen an. Sollst die Schnauze halten. Ja, hallo, liebe Freunde. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Und wir spielen wieder eine Runde mit Arkham Knight. Ich denke, das habt ihr schon erkannt. Ja, nachdem sich Scarecrow mal wieder so sehr mutig aus dem Staub gemacht hat, versuchen wir jetzt immer weiterhin, Oracle aus den Fängen zu befreien. Ja, immer noch. Irgendwie klappt das alles immer nicht so. Genau. Quatsch mir doch einfach nochmal dazwischen. Ihr Training an Batman, ja. Wer ist dieser Batman eigentlich? Ich höre die ganze Zeit immer von dem. Nicht, dass ich gegen den auch noch kämpfen muss am Ende. So ein Scheiß. Was meinst du, es könnte einen zweiten Batman geben? Wie viele gibt's denn? Zwei auch noch von denen. Jetzt geht's aber langsam los. Guck mal, das ist doch hier Ace Chemicals. Hier brauchen wir doch... Oder? So. Ja. Ihr werdet vielleicht mitbekommen haben, dass heute auf einmal zwei Videos gekommen sind. Einmal Batman und einmal Arma 2. Batman habe ich euch nochmal so ein bisschen als Bonus gegeben, weil ich es zeitlich einfach hinbekommen habe. Und wenn ich es zeitlich hinkriege, kann ich es ja hochladen. Ne, habt ihr mal früher wieder was zu sehen, wie die Story hier weitergeht. Täter, Küstenwächter, Politessen und Kammerjäger getötet, aber keine Feuerwehrleute. Dann ist heute Nacht ja was ganz Besonderes für dich. Wir töten seid irre. Er kann nichts dafür. Wenn er einmal anfängt zu sammeln, dann will er auch das ganze Set. Ja, ich weiß noch, wie ich als Kind Baseballkarten gesammelt habe. Ich auch. Stumpy Jackson war die eine Karte, die ich nie gekriegt habe. Sie ist positiv. Jetzt kannst du es wettmachen. Aber okay, reicht, denke ich. So. Was? Wir hetzen uns hier ab und Crane hat sie schon getötet? Ha! Null Gespür für den Moment! Wir beide wissen, dass Angst Theatralik ist. Also gestatte mir die Freude, diese Show aufzuführen. Oh! Ich hab das Sackgesicht wohl falsch eingeschätzt. Oh, oh! Da kommt das Toxin! Ich kann es fast schmecken. Was passiert hier? Barbara! Ja, jetzt siehst du es. Das Grauen hinter dem Glas. Das Monster, das dein Ende sein wird. Außer du nimmst diese Waffe und verweigerst es dir. Hör nicht auf ihn! Bitte! Bitte, nein! Barbara, ich bin's! Dein Freund. Du kriegst mich nicht! Das lasse ich nicht zu! Du bringst allen, die dir folgen, den Tod. Ach, Sir, was geht da vor? Sie ist fort, Alfred. Was meinen Sie? Barbara. Scarecrow hat mich bestraft. Er hat sie getötet. Nein. Oh nein. Sir, wir müssen uns konzentrieren. Die Bürger Gothams brauchen sie. Ich hätte sie beschützen müssen, Alfred. Sie ist meinetwegen gestorben. Sir, bitte hören Sie. Aus sechs Dateien geht hervor, was der Cloudburst macht. Es ist eine Art Zerstäuber. Sir, sehen Sie denn nicht? Scarecrow hat die Mittel, die ganze Stadt in Angstgas einzuhüllen. Sie haben die Aktivierung verhindert, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Sir, haben Sie verstanden? Das hat er. Er fragt sich gerade, wie er so weiterleben kann. Master Bruce, lassen Sie Miss Gordons Tod... Er darf nicht umsonst sein. Du kannst sie nicht zurückholen. Lass Onkel Jay übernehmen. Nie mehr dunkle Erinnerungen, nie mehr Schmerz, nie mehr Angst. Ehrenwort. Ivy. Oh nein.
Sir? Alfred, führe einen Satellitenscan der Stadt durch. Sag mir sofort, wenn du den Cloudburst hast. Natürlich, Sir. Wo gehen Sie hin? GCPD. Ivy war immun gegen Scarecrows Gift. Sie glauben, sie wird helfen? Sie hat keine Wahl. Gut. Dann machen wir uns mal auf den Weg zu Ivy. Und hoffen, dass wir dadurch irgendwie Oracle wieder retten können. Ich kann nicht ganz fassen, dass die jetzt ernsthaft tot sein soll. Batman, was im Unterschlupf passiert ist, war kein grausames Spiel. Es musste sein. Heute Nacht geht es um mehr als Gotham. Es geht darum, was in diesem Raum aus dir wurde. Der gescheiterte Held. Das ist es, was die Welt sehen soll. Du musst gar nichts sehen, du kleiner Lackaffe. Wenn ich mich auf diesen Werbetafeln zwischen Riddle und Scarecrow entscheiden muss, nehme ich den Stromausfall. Geil. Wäre ich alles zu Fuß gelaufen. Kann doch nicht wahr sein. Schön, dich zu sehen, Batman. Ebenso. Hast gehört, es lief nicht so gut auf diesem Luftschiff. Die Männer hier sagen... Du wirst die anderen Waffen nicht finden, Batman. Auf keinen Fall. Der Pinguin ist zu schlau für dich. Natürlich. Es kommt ein Framer. Alles in Ordnung? Pass auf dich auf. Pass mir die dann! Hey, ganz ruhig. Wir stehen hier einfach nur. Ich habe mich schon gefragt, wie lange es dauern würde, bis der Pinguin sich zeigt. Ja, die Ratten verlassen das sinkende Schiff nicht. Sie stürzen sich geradezu hinein. Hast du den Mist gehört? Was ist nur auf dem Luftschiff passiert? Scarecrow hat sich den Cloudburst geschnappt. Schätze, das ist übel. Wo ist Gordon? Er sucht immer noch nach Barb. Ist nicht zu erreichen. Sag mir, dass du sie gefunden hast. Cash. Es tut mir leid. Nein. Sag nichts. Nicht sie. Wenn Gordon hierher kommt, sperren sie ihn ein. Wenn er sich Scarecrow vornimmt, kann das niemals gut gehen. Oh. Oh Mann, da ahnt mir echt Böses. Sie steht hier wieder in ihrem Höschen rum. Ich brauche deine Hilfe. So wie ich das sehe, brauchst du ein Wunder. Warum macht dir das Gas nichts aus? Du hast Angst. Hättest du auch, wenn du wüsstest, was Scarecrow vorhat. Und warum sollte ich dir trauen? Weil ohne deine Hilfe jede einzelne Pflanze in dieser Stadt sterben wird. Wegen diesem Wunder. Ich habe eine Spore als Gegenmittel für Cranes Gift entwickelt. Einfach, wenn man weiß, wie. Und Pflanzen auf Molekularebene manipulieren kann. Könnte das die ganze Stadt schützen? Theoretisch. Aber allein schaffe ich es nicht, genug davon zu produzieren. Dann besorgen wir dir Verstärkung. Wohin? Die botanischen Gärten. Das sind die ältesten Pflanzen Gothams. Sie verraten mir, was wir tun müssen. Ja, gut. Also er braucht hier auf jeden Fall schon mal nicht die Tür aufhalten. Das geht hier alle von selber. Ah, ich würde bloß gucken, wie stabil die Wand ist. Ich meine, ich muss eine Sicherheitsprüfung machen, nicht, dass hier irgendwo einbrechen kann, muss auch nicht, ne? Aber Test bestanden. Ist jetzt Cash.
Das Rolltor öffnet sich nicht. Was ist los? Da draußen ist ein verdammt dicker Panzer unterwegs. Sieht unfreundlich aus. Ganz wie ich. Öffnen Sie das Rolltor und ich scanne ihn vom Dach. Vielleicht finde ich eine Schwachstelle. Ich mach auf. Lass dich nicht umbringen. Ich scanne ihn vom Dach? Da ist der Panzer. Ich muss seine Hülle scannen, um eine Schwachstelle zu finden. An alle Einheiten, Cobra-Panzer in Sektor 3 entsandt. Alle nicht-essentiellen Einheiten, Gegend umgehend räumen. Das Wettbewerb. Die Rückseite ist gescannt. Jetzt muss ich die Seiten scannen. Damit wäre die rechte Seite gescannt. Nur noch die linke Seite scannen. Uiuiui, was wir alles scannen müssen, Batman. Oh, nö. Ich habe diesen Bereich bereits analysiert. Hä? Das war doch jetzt die linke Seite, Betty. Den Bereich habe ich schon analysiert. Alter. Ich habe diesen Bereich bereits analysiert. Ja. Nicht rund. Oh. Was sieht die Welt wohl, wenn sie dich ansieht, Batman? Den Helden, den Retter oder den Architekten von Gothams Untergang? Den Bereich habe ich schon. Alter, willst du mich jetzt verarschen? Cobra-Drohne würde das Batmobil nach ein paar Schüssen in Stücke reißen. Und ihre Panzerung kann von den Waffen des Batmobils nicht durchdrungen werden. Sie hat aber eine Schwachstelle. Der hintere Auspuffstutzen führt direkt zur Energiequelle. Ein gut platzierter Schuss mit dem 60mm Geschütz sollte sie ausschalten. Mit dem 60mm Geschütz. Dann hole ich es mal her. Auf dem Radar kann ich die Drohne verfolgen, damit ich die Auspuffstutzen von hinten anvisieren kann. Wer fährt hier lang, Leute? Ups. Ich muss in Reichweite der Fernsteuerung bleiben. Ups, der Alarm. Fuck. Ich muss in Reichweite der Fernsteuerung bleiben. Ich muss in Reichweite der Fernsteuerung bleiben. Ich muss in Reichweite der Fernsteuerung bleiben. Meine Fresse. Wo bist du, Betsy? Komm, dann steig doch einfach hier ein in die Scheißkarre. Meine Fresse. Wenn du nicht eine Fernbedienung entwickeln kannst, die weit genug lenkt, dann weiß ich nicht. Dann solltest du dir einen anderen Job aussuchen. Ich steig jetzt ein da. Das kann ja nicht wahr sein hier. Meine. Alles sauber. Setze Gebietspatrouille fort. Hörst du mich, Batman? Es ist noch nicht vorbei. Panzer zerstört? Unmöglich. Wir wissen, welches Kaliber er einsetzt. Die Panzerung hätte standhalten müssen. Man kann nicht einfach einen einzelnen Kampfpanzer einsetzen und erwarten, dass er ihn zerquetscht. Batman ist zu gut dafür. Phase 2 des Angriffsplans aktivieren. Alle Cobras in Formation einsetzen. Ne. Mr. Wayne, ich hoffe, der Panzer hat Ihnen keine Probleme bereitet. Ich dachte, es würde Sie interessieren, dass das angeforderte Batmobil-Upgrade beim Uhrenturm auf den Einbau wartet. Falls der Wagen überhaupt noch ganz ist, natürlich. Danke, Lucius. Uhrenzentrum. Okay, da. Oh,
brauchen das Upgrade, denke ich mal, etwas dringend, wenn da mehrere von diesen Kakura-Panzer sind. Alter. Nicht doch nur weiter. Achso, ich soll jetzt hier reinfahren. Jetzt kann ich mal eine Wäsche mit draufhauen. Dieser elektromagnetische Impuls wurde entwickelt, um Drohnenzielsysteme zu stören und anfliegende Raketen fehlzuleiten. Erfolgreiche Treffer immobilisieren zudem Bedrohungen in der Umgebung. Schön. Wurde überall seine Werkstatt hat. Jetzt muss ich nur Ivy zum Botanischen Garten bringen. Da wird's weiter nichts ist, Betsy. Weg, bevor du die Reiters. Danke, Alfred. Ich muss sie ausschalten, bevor ich Ivy absetze. Cobra-Drohne verloren. Du lockst mich nicht daraus, Batman. Okay. Dann nicht. Komme ich ja zu dir. Letzte sein. Cobra-Drohne hat für dich gearbeitet. Sie hat für dich gekämpft. Und wo hat sie das hingebracht? In den Himmel, du dreckiger Wichser. So. Was auch immer du planst, es wird nicht reichen. Ja, halt doch die. Du kannst das nicht gerade biegen. Naja. Heute Nacht wirst du auf dem Untergehst und ich werde zusehen, wie du stirbst. Sieh mal zu, mich in einem Stück zum Botanischen Garten zu bringen, Batman. Oder dein Wunder fällt aus. Sind da gleich da, Schätzelein? Weg hier, sonst kriegt er uns! Keine Chance! Da wären wir, Ivy. Was jetzt? Sieh nur. Sie ist älter als die gesamte Menschheit es ist. Sie hat noch immer große Macht. Aber sie ist schwach. Vergiftet durch Jahrzehnte der Verschmutzung. Allein kommt sie nicht gegen Scarecrows Gift an. Dann brauchen wir noch eine. Es gibt keine zweite wie sie. Nicht mehr. Was ist passiert? Was glaubst du denn? Menschen. Sie wurden gestutzt, überbaut, bekamen kein Sonnenlicht mehr. Wenn ich die Wurzeln finde, kannst du sie retten? Sie sind verloren. Vergraben unter den Betonmonstern. Wie willst du... Je größer die Pflanze, desto tiefer die Wurzel. Warte hier. Ich finde einen Weg, sie zu befreien. Lucius,
Ich muss ein uraltes Wurzelsystem verfolgen. Es verläuft tief im Untergrund. Ich kann sicherlich etwas zusammenbauen, aber es wird etwas dauern. Kommen Sie vorbei, wenn Sie bereit sind. Danke, Lucius. Alfred, gib mir ein Update für Gothams Fahndungsliste. Mal sehen. Nightwing hat einen weiteren Truck des Pinguins verfolgt. Das sollte uns zu einem weiteren Depot führen und uns die Gelegenheit bieten, Cobblepot von seinen Waffen zu trennen. Wir haben einen Raubüberfall in der Bank of Gotham in Chinatown. Die Überwachungsaufnahmen entlarven die Täter als Vertraute von Two-Face. Hat Mr. Dent seine Münze verlegt? Was immer er will, er muss gestoppt werden. Danke, Alfred. So, jetzt können wir wieder Mission wählen. Oh, wie er dazwischen quatscht. Gut. Das ist wieder die Hauptmission. Aber ich würde sagen, wir nehmen uns mal Two-Face vor. Two-Face Gang raubt die Zweigstelle der Bank of Gotham in Chinatown aus. Sie werden keinen Cent von Gothams Geldern in die Finger bekommen. Two-Face und der Pinguin in unserer Stadt? Zeigen wir denen, wer der Boss ist. Also, wessen Kehle schlitzen wir zuerst auf? Der Typ, ey. Also, das mit dem Joker haben sie echt so geil gemacht. Nicht schlecht. Das ist gar kein Vergleich. Ich möchte das einfach mal rausnehmen. Gar kein Vergleich zu Arkham Origins. Also, Arkham Origins hat auf jeden Fall nicht mal an den Hauch des Potenzials gehabt, den ist es das, was ich glaube? Es ist Batman. Arkham Knight hat. Warte mal, wie komme ich da rüber? Nochmal das Ding. Okay, ich folge einfach mal den Pfeilen. Auch wenn mich das in der Vergangenheit nicht immer zu meinem Ziel geführt hat, der aber auch vielleicht. Heute nach Batman und Catwoman okay, doch, diesmal. Ist er wirklich, das ist schon mal logisch. Das Ding macht uns platt! Gib's das! Mach ja schon! Wenn das Ivy erfährt, ne? Ich habe gerade wieder so eine tolle Bambuspflanze hier von ihr zerstört. Da gibt's wieder Haue, Haue. Dass mein Propangas nachbrenne. Ne? Wenn das nicht reicht. Komm nicht zu spät zu deinem Termin im Elfen Memorial, Batman. Wir müssen die notwendigen Schritte gegen dein aufgeblasenes Risiko einleiten. Springen Sie! Los, Two-Face will jeden Cent haben. Wegen des Alarms werden Two-Face-Schläger mich nicht hören. Ich kann sie schnell und hart angreifen. Kein Anschleichen diesmal. Na denn? Oh, schnell und hart, hast du ihn nicht gehört, du? Gehen, während hier ein Raub stattfindet. Ich will euch auch nicht gehen, ich will ihm bloß ein bisschen die kleinen Knirpskugeln. Wir hatten uns schon gedacht, dass du auftauchen würdest. Wir haben darauf gehofft. Na denn? Hofft doch weiter. Was mache ich denn? Ups. Leute, das ist ja wohl nicht der Ernst, oder? Ich habe gerade aus Versehen rechts. Tot bist du besser dran. Sieh nur, was aus uns geworden ist. Ich habe gerade aus Versehen Rechtsklick gedrückt und da macht Batman tatsächlich einfach mal eben so ein fucking sprüht sein fucking Logo auf den Boden. Na egal, das wird nicht nochmal passieren. Das ist, ich habe mich so gefreut, denen da schön die Fresse zu polieren. Und jetzt endet das so. Zum Glück hat der Joker diesmal nichts gesagt. Wegen des Alarms werden Two-Face-Schläger mich nicht hören. Ich kann sie schnell und hart angreifen. Kein Anschleichen diesmal. Ja, denn lass uns das auch einfach tun. Ich gehe einfach mal direkt zum Ziel.
Wir hatten uns schon gedacht, dass du auftauchen würdest. Wir haben darauf gehofft. Was war? Warum habe ich denn ab und zu die Möglichkeit, hier Slow Motion einzusetzen? Das ist mir noch nicht ganz geläufig. Ich brauche nun mal das Geld, Batman. Meinem Schönheitsfehler lässt sich schwer hier die Arbeit finden. Will der mich verarschen? Erst machst du Monster aus uns und dann jagst du die. Alter. Was ist mit ihm denn? Batman, er ist hier! Wupp. Er ist weg, hab ihn verloren! Also Jungs, es sieht so aus, als hätte die Bank eine Fledermausplage. Da wir eine so große Summe abheben, sollten wir uns ihrer annehmen. Verriegelt die Türen und findet ihn, der diesen Bastard für mich tötet und mir seine Leiche bringt. Oh, es ist doch zum Kotzen, ne? Fick doch die Hölle! Wie viel kommen denn aus dem Mülllaster? Schicksal, Batman. Ja, halt die Fresse. Kämpf nicht dagegen an. Sollst die Schnauze halten. Dreckiges Stück. Ja, Betsy, ich bin ein bisschen... Also Jungs, es sieht so aus, als hätte die Bank eine Fledermausplage. Da wir eine so große Summe abheben, sollten wir uns ihrer annehmen. Nimm dich mal an, du... Verriegelt die Türen und findet ihn, der diesen Bastard für mich tötet und mir seine Leiche bringt. Kommt den doppelten Anteil. Two-Face hat uns eingesperrt. Die Schläger haben es nicht auf das Geld abgesehen, sondern auf mich. Und es gibt keinen Alarm, der meine Angriffe übertönen könnte. Oh, wie viele Typen denn? Granate! So, jetzt geht's mir auf den Sack. Dann gehe ich halt unten und mache euch ganz feige platt hier. Wir können ihm nicht helfen. Ihn hat's erwischt. Passt besser auf. Wird er denn wieder? Wo ist er? Betsy, du musst schneller werden. Batman, du verstehst das falsch. Die Bank of Gotham betreibt Geldwäsche für die Mafia oder was davon übrig ist. Du erinnerst dich an die Mafia, oder? Die Typen, die unser halbes Gesicht weggebrannt haben, weil sie dich nicht kriegen konnten. Klar, da ist auch viel sauberes Geld dabei. Aber was ist in dieser Stadt schon ohne Makel? Also halte dich von den Banken fern, sonst wirst du es bereuen. Cash, Two-Face-Leute sind auf dem Weg zur Bank of Gotham in Chinatown. Können sie das Sicherheitstor der Bank deaktivieren und Dans Schläger einsammeln? Klar, Batman. Ich schick direkt einen Wagen vorbei. Das war jetzt auch wieder voll klar. Das war wieder voll klar. 4 Gegner. Ihr habt das gerade mitgekriegt. Ne, ich habe jetzt gerade nur noch 4 Gegner gehabt. Naja, es ist... Keine Ahnung. Ich habe wahrscheinlich so nach Moschus gerochen, dass die Angst gekriegt haben. Ich habe keine Ahnung. So, auf jeden Fall suche ich mir jetzt mal wieder eine Mission aus hier. Was macht die Zeit? Vielleicht kriegen wir noch was Schnelles hin. Ja, das sind alles so Nebendinger, ne? Achso, das sind nur Infos, oder was? Ne, Fahndungsliste, Waffenschieber. Riddler. Oh, um den Riddler müssen wir uns auch noch kümmern, aber ich glaube, für ein Rätsel haben wir nicht genug Zeit. Erbe der Maske. Untersuche die Berichte über maskierten Rächer in der Ausübung der Pflichten. Kreatur der Finsternis. Oh, Herrscher der Straße. Zerstöre die Checkpoints der Miliz. Das sind also Zusatzziele. Aber egal, ich gucke mal wegen dem Pinguin. Hey Bruce, ich habe einen Truck nahe der Mercy Bridge entdeckt.
Ich bin einfach zu gut. Gute Arbeit, Nightwing. Er wird uns zu einem Versteck führen. Wir werden dem Pinguin heute das Geschäft versauen. Dann werden wir das wohl tun. Wo muss ich jetzt dazu hin? Ach, da hinten. Gut, schnell. Weg hier, sonst kriegt er uns! Keine Chance! Stärkeren Turbo einbauen hier. Der ist viel zu schnell leer. Was hat Scarecrow vor? Er soll die Fledermaus einfach töten. Wenn ich sie mit dem Batmobil verfolge, werden sie mich bemerken. Oh. Dann halt nicht mit dem Batmobil. Zufrieden? Der hat gute Mucke, Junge. Du lässt dich leben. Ladung Knarren, Warenhaus voll Kohle. Kaum zu glauben, dass ich fast für Ned gearbeitet hätte. Harveys Männer rauben Banken aus und es ist keiner mehr da, der sie aufhalten kann. Ich weiß schon, wo ich lieber wäre. Wir kriegen unser Geld. Der Pinguin hat mir sein Wort gegeben. Das muss ich selbst sehen. Wenigstens weiß man bei Cobblepot, woran man ist. Hey, Lenny! Das ist er! Die verfluchte Fledermaus! Bring uns hier raus! Die Fledermaus, er hat uns gefunden! Was machen wir jetzt? Wir müssen von der Straße runter! Okay, festhalten! Ey! Mein Spiel! Was zur Hölle macht Batman hier? Ich dachte, Scarecrow hätte ihn erledigt! Was denn jetzt? Ich habe übelste Frame Drops. Oh Leute, es tut mir so leid. Ich versuche hier zu fahren! Ich weiß nicht, warum ich solche Frame Drops habe gerade. Jetzt nervt's richtig. Hey Boss, wir haben ein okay. Problem. Es scheint aufgehört zu sein. Die Fledermaus, wir werden verfolgt. Dann hängt ihn ab. Versuchen wir, er ist hartnäckig. Das interessiert mich nicht. Wenn ihr ihn in die Nähe meiner Waffen führt, dann seid ihr fällig. Wo ist er jetzt? Keine Ahnung, ich sehe ihn nicht. Du kannst ihn zwar nicht sehen, aber er kann dich bestimmt sehen. Das nächste Mal möchte ich gute Nachrichten hören. Er ist weg. Wir haben ihn abgeschüttelt. Okay, runter von der Straße, bevor er wiederkommt. Das sind mit den scheiß Frame Drops. Das war ja richtig scheiße gerade. Gute Idee. Boah. So läuft das heute, ne? Wenn der eine den anderen rammt, dann wird direkt die Uzi ausgepackt. Der hätte uns niemals kriegen können. Hab doch gesagt, dass er nicht hinterherkommt. Batman ist zu lahm. Ist das wieder dasselbe Versteck? Und wieder ein Frame Drop. Alter, was ist hier los? Wenn hier im Hintergrund in meinem PC gerade irgendwas abläuft, ne? Ich raste so aus. Da wird gleich jeder Prozess gekillt. Ich sag's. Da hole ich die Superwaffe, den Taskmanager raus und dann werde ich euch so fisten. Wie weit willst du denn noch fahren? Oh, hallo. Nein, ich will die Leute nicht mitfahren. Alter, wie schnell sind denn die jetzt? Frame Drop, Alter, ich raste aus. Ich hoffe, das ist in den Aufnahmen nicht allzu schlimm. Wenn doch, versuche ich das ein bisschen nachzubearbeiten, dass ich die vielleicht ein bisschen wegschneide. Der Pinguin benutzt den Firmensitz von Cyonis Industries als Fassade für eines seiner Waffenlager. Überlass das mir. Alter vor Schönheit, Bruce. Ich werde mich wie immer eher bedeckt halten. Dann gehen wir die doch mal besuchen, lieber. Klopfe ich an? Hast du, Face Mann. Er hat nee, ich geh einfach so. Männer zusammengetrieben und mit ihnen Schirmständer gespielt.
Was ist das? Sie mussten stramm stehen, weil ich mich erschrocken. Und der Pinguin hat ihnen seinen Schirm in den Mund gehängt. Wenn sie ihn fallen gelassen haben, hat er sie damit zu Tode geprügelt. So, ich nehme nämlich mal an, dass ich mit dem Batmobil die Dinger kaputt machen kann. Alles im Bereich des Möglichen sein. Diese Frame Drops, ne? Ich raste so aus. Ey, Alter, es ist ja nicht spielbar. So. Na, dann ab geht's. Die Fledermaus hat mir in der Eisberg-Lounge den Kiefer gebrochen. Ich konnte wochenlang nur durch ein Kiefer essen. Wenn jemand auch nur Suppe erwähnt. Ich hab den Schalter umgelegt und jetzt wird das. Achso, jetzt muss ich von oben. Ich sollte mich auf den Weg machen und sie besuchen. Warte mal, wen besuchen wir überhaupt? Gucken wir mal hin da. Vergesst bloß nicht, dass wir einen Haufen Kohle einstreichen können, wenn wir gute Arbeit machen. Hier kommt er nicht hin. Glaub mir. Ja klar. Das letzte Mal, als ich dir vertraut habe, musste ich mir eine Zelle mit einem Neander. Jammerst du immer noch deswegen? Deine Zeit im Knast war ein Spaziergang im Vergleich zu meiner. Wusste nicht, dass das ein Wettbewerb war. Vielleicht bist du ja deprimiert, weil du nicht mehr mit deinem Prachtkerl knuddeln kannst. Witzig, echt witzig. So, dann werden wir den mal ein paar auf die Glocken hauen, wa? Was machst du mit deiner Belohnung? Umziehen. Was ist denn mit der Knarre? Jetzt habe ich ernsthaft eine Vase an den Kopf gekriegt. Hau mir ab, ey. Versuch mitzuhalten, Batman! Ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt so viel Spaß hatte. Ich hab schon wieder eine Schlag abgekriegt. Ich krieg's mit dem Blocken nicht hin. Versuche dir nicht die Show zu stehlen. So. Wie gut wir doch zusammenarbeiten. Ich nicht. Ich arbeite nur mit den Besten. Hey. Keine voreiligen Schlüsse. Das ist nicht auf Dauer. Ich mag meinen neuen Job. Macht Spaß, ich kann arbeiten, wann ich will und das Beste, kein Boss, der mich rumkommandiert. Versprich mir, dass ich etwas Zeit alleine mit dem Pinguin bekomme, wenn wir ihn schnappen. Er soll wissen, dass Bloodhaven tabu ist. Gut. So, nu? Habe ich jetzt alles erledigt? Ne, ach, ich muss da schon wieder rein. Und seine Waffen zerstören. Ja, nee, das werde ich nicht brauchen. Genau, daran, nicht auf dem Boden. Also manchmal, Betsy, müssen wir vielleicht doch noch ein bisschen uns absprechen, ne? Auch wieder die scheiß Tür zumachen. Die haben Tresore hier. Alter Schwede.
Es ist nicht vorbei. Laut Schätzung hat Pinguin noch mindestens 3 von diesen Depots. Auf der Straße zirkulieren also viele Waffen. Das wird eine lange Nacht, Bruce. Das bin ich gewohnt. Verfolg einfach weiter die Kühllaster. Und ich dachte, du würdest mir eine Herausforderung bieten. Tja, die Herausforderung wirst du schon noch kriegen. Aber nicht mehr jetzt. Ja, liebe Freunde, wir sind wieder am zeitlichen Limit angelangt. Haben noch ein paar kleine Missionen nebenher gemacht. 2 Stück sogar an der Zahl. Mal sehen, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Ich bin schon wieder gespannt. Hoffe natürlich, dass euch die Folge gefallen hat. Über den Daumen nach oben würde ich mich wie immer freuen. Wenn es euch natürlich nicht gefallen hat oder irgendwie Kritik oder irgendwas ist scheiße, dann einfach in die Kommentare reinhauen. Ich bin für alles offen, um alles natürlich irgendwann auch noch besser zu machen. Ja, ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und wünsche euch wie immer was. Euer Gunshot.